Hallo liebe Freunde und willkommen hier auf Psycho 198, der Gruppierung von Psycho und Quert sowie Nostradamus Gaming. Ich bin Ishma und ich habe heute ein ganz spezielles Video für euch vorbereitet. Euch allen sollte spätestens nach der E3 klar geworden sein, dass 343 Industries Halo 2 Anniversary im Komplettpaket der Halo The Master Chief Collection angekündigt hat. In Begriff mit diesem Paket sind 100 Maps, über 100 Maps aus der gesamten Halo-Geschichte von Halo 1 bis 4. Dazu zählen natürlich auch die PC-Maps von Halo Combat Evolved und Halo 2. Halo 2 auf dem PC war nun jetzt nicht unbedingt der Knüller und hat auch nicht unbedingt mit vielen neuen Maps geglänzt. Vor allen Dingen, dass zwei aus dem, ich glaube, letzten Map-Pack von Halo 2 auf der Xbox, zwei Maps überhaupt gar nicht mit auf der DVD waren. Vielleicht war es aus Platzgründen, vielleicht auch nicht. Die zwei neuen Maps in Halo 2 für Windows Vista wären Anhebung und Distrikt. Und über die will ich heute mit euch reden, da es sehr wahrscheinlich ist, dass viele diese Maps überhaupt gar nicht mitgekriegt haben. Sechs Maps werden remastered, völlig für Halo 2 Anniversary. Ob Anhebung und Distrikt dazu gehören, ist noch nicht klar zu diesem Zeitpunkt. Für mich aber auch relativ unwahrscheinlich. Ich sage nicht, dass die Maps schlecht sind, vor allem Distrikt habe ich sehr zu Herzen genommen, aber ich glaube einfach nicht, vor allem, dass es ja auch dadurch, dass es so wenig Population hatte, kein Fan-Favorite ist. Ich habe mir nicht vorgenommen, jetzt unbedingt auf die verschiedenen Team-Spawns einzugehen. Zudem habe ich mir jetzt die Maps vorher nicht nochmal genauer angeschaut und es ist echt lange her, wie ich sie gespielt habe. Ich kann euch aber auf jeden Fall sagen, wo die Basen stehen und das Erste, was bei Anhebung zu sehen ist, ist eine große offene Fläche, teils Strand, teils Wasser. Gespawnt sind wir jetzt in einem Außenteil der Map. Die Map ist unterteilbar in zwei Basen, einmal der blauen und einmal der roten, jeweils an einem Ende der Doppelbrücke in der Mitte zu sehen. An der Seite haben wir dann zwei kleinere Komplexe, also auf jeder Seite der Map. Von der blauen Base aus rechts gesehen haben wir einen Komplex mit einigen Fahrzeugen. Zudem befindet sich dort auch ein Sniper. Also von der Position aus lassen sich die besten Scharfschützenkills erzielen. Hauptaugenmerk bei den Fahrzeugen ist auch hier gegeben Ghosts und Warthogs, wie die meiste Zeit in Halo 2. Ein Panzer wäre auf der Map auch viel zu clunky, würde ich sagen, als dass er hier vernünftig durchpassen würde. In einigen Schlüsselkomplexen draußen auf der Map findet man dann aber gute Waffen wie ein Brute-Gewehr unter anderem, aber auch kleinere Waffen, die fürs Dual-Wielding gut zu gebrauchen sind. Von der blauen Base aus links gesehen haben wir hier eine kleine Anhebung, auf der sich der Rocket Launcher befindet. Den zu bekommen sollte für Halo Cracks natürlich das Alpha und das Omega sein. Damit sollten die ihre Brötchen verdienen und jeden Morgen, wenn sie aufstehen, sollte es das erste sein, woran sie denken, und zwar den Rocket Launcher zu bekommen. Beide Basen haben einen Unterbau, der teils noch mit Sand befüllt ist. Ob da jetzt gute Waffen liegen, kann ich nicht genau sagen. Hier sieht man den Flaggenspawn sowie die Plantfläche für Bomben im Assault-Modus. Beide Basen kann man von beiden Seiten betreten, von links und von rechts. Auf der Brücke auf der blauen Seite der Map angekommen findet man ein Battle Rifle. Ziemlich gut, um die Brücke herunter zu schauen und dort die Gegner auszuschalten. Ein Sniper wäre in dem Moment auch ziemlich gut zum Defenden. In der Mitte der Brücke gibt es ein kleines Treppenhaus zum Abstieg. Braucht man nicht unbedingt, eigentlich ist es eher ein Aufstieg, weil runter kann man nämlich auch so. Die rote Base zeichnet sich durch den Kernraum aus, in dem ein großer roter Strahl zu sehen ist.
Den solltet ihr nicht berühren. In der roten Base selber, also im zweiten Stock, wo alles vor sich geht und wo auch Plant und Flangenplatz zu finden sind, befindet sich ein Ghost, also mitten in der Basis. Scheut keine Kosten und Mühen, euch den einmal zu krallen und über die Brücke zu heizen. Das gleiche gilt natürlich auch für Warthogs. Die Rampen sind groß genug, um in die Basen zu gelangen. Hier kommt das eigentliche Kernstück dieser Map gut zur Geltung, und zwar, es endet gerne in unheillosem Chaos. Wenn die Warthogs und die Ghosts quer über die Brücke brettern, die verstellt wurden durch Kisten und alle möglichen Krimskrams. In der Mitte der Brücke ist auch ein Partikelschwert zu finden, also wenn es auf der Brücke Schlag auf Schlag in ein Scharmützel geht, dann ist das natürlich der Joker. Wie ich bisher sehen konnte, gibt es auf der Map ganze zwei Geschütze, die in Halo 2 natürlich noch nicht abmontierbar waren, wie es ab Halo 3 der Fall war. Einmal ein Plasmageschütz an der roten Base und ein MG-Geschütz an dem Sniper-Komplex. Zweite Map auf unserer Reise ist die Map District. Eine meiner Favoriten aus Halo 2 PC, weil sich da auch lustige Spielmodi wie Hawk Wars hat spielen lassen. Also nicht Hogwarts, sondern Hawk Wars, weil es für Warthog Battles bekannt ist. Auch für Tanks ist die Map sehr lustig und die Tanks sind in dem Moment auch nicht overpowered. Die rote Base ähnelt sehr dem Anfangsbezirk in dem Kampagnenlevel Außenbezirke, wo der Master Chief mit Johnson mit seinem Pelican abstürzt, nachdem sie mit einem Scarab getroffen worden waren. Die Base sieht fast genauso aus wie in der Kampagne. Zu finden sind unten eine Shotgun sowie eine Sniper, also die Base ist voll aufgerüstet mit Waffen, die man hier gebrauchen könnte. Um schnell von A nach B auf der Map zu können, könnte genauso gut zu Fuß gehen, aber auch den Warthog nutzen. Der Warthog ist meistens an die normalen Straßen gebunden, die einmal in der Runde gehen. Zudem könnt ihr aber auch zu Fuß durch die engen Gassen von New Mombasa gehen. Es gibt immer wieder Seitenstraßen auf der Map, in denen Ghosts zu finden sind. Je nach Spielmodi wahrscheinlich auch Warthogs. Es gehen einem nie die Fahrzeuge aus, also sollten in der Base mal keine Fahrzeuge mehr übrig sein. Sucht einfach in den Seitenstraßen der Hauptstraße und ihr werdet fündig. Von diesem Balkon aus ist gut, die Hauptstraße vor dem Parkhaus zu sehen, die blaue Base repräsentiert. Mit einem Sniper ausgerüstet habt ihr da besten Blick die Straße runter und ins Parkhaus selber. Ihr könnt von der Hauptstraße rüber in die zweite Etage des Parkhauses springen oder einfach euch einer der Nebenpassagen bedienen. Man erklimmt das Parkhaus am besten entweder durch das Treppenhaus, in dem sich eigentlich auch ein Sniper befinden sollte, oder man nimmt den unkonventionellen Weg und nimmt einfach die Anhebungen im Parkhaus selber, die für die Autos da sind. Natürlich werden diese in diesem Fall von Warthogs und Ghosts benutzt. Oben vom Park aus hat man dann natürlich wieder eine super Sniper-Position, steht aber auch relativ offen für den nahenden Feind, der auch durch die Mitte kommen kann. Die Mauer oben am Parkhaus ist eingerissen, wodurch es möglich ist, mit jedem Fahrzeug auf die Hauptstraße runterzufallen. Passt nur auf, wenn ihr einen Panzer habt, das könnte auch leicht in die Hose gehen. Unter der Hauptstraße findet sich eine kleine Abwasserlichtung, die sich gut dafür eignet, in den untersten Bereich des Parkhauses zu gelangen. Ihr kommt von der roten Base einfach durch ein kleines Tor in eine Gasse hinein, wo ihr diese Passage auch erreichen könnt. Also um unauffällig an die Bombe oder an die Flagge des Feindes zu kommen, empfiehlt sich dieser Weg. Seitengänge und Passagen gibt es überall auf der Map, die es einen erleichtern, in die feindlichen Basen zu gelangen, also haltet immer Ausschau nach denen.
Oder ihr bedient euch einfach den Weg über die Dächer. Das ist nämlich sehr cool an dieser Map. Es gibt einen Haufen Jump-Ups, mit denen ihr es auf eine höhere gelegene Ebene des Levels schafft, um dort vor allem mit Sniper und Bazooka euch den Weg frei zu schießen. Hier oben ist ein Beam Rifle zu finden, sehr wichtig auf dieser Position, egal auf welcher Seite des Spielfeldes ihr spielt. Hier oben ist auch das allseits beliebte Schwert zu finden. In den Gassen befindet sich Superschilde, also es ist in der Mitte voll mit Powerwaffen, man muss nur wissen, wo man suchen muss. Mit dem Beam Rifle ausgerüstet hat man dann einen perfekten Blick auf die rote Basis. Oh, hoppala, entschuldigen Sie, Sir, mein Ghost. Halo 2 ist für jede Menge Glitches bekannt und das ist hier auf District auch nichts anderes. An der Stelle, wo das große Tor, in der die Hauptstraße weiterführen sollte, mit Schutt und Asche zugestellt ist, gibt es eine Möglichkeit, wenn ihr mit Freunden die Tastenkombination des Feuers und des Nachladeknopfes betätigt. Was macht das nochmal genau? Mit dem Schwert kann man sich dann an den Feind ranziehen, ohne ihn umzubringen, dennoch hohe Geschwindigkeit aufnehmen, um unsichtbare Wände zu durchdringen. Wenn ihr da alles richtig macht, ist es möglich, eine große Reise über die Dächer von New Mombasa zu machen. Geschütze gibt es, soweit ich weiß, zwei von der UNSC MG-Geschütze zu finden, einmal in der blauen und in der roten Base. In der blauen Base ist sie perfekt, um die Hauptstraße abzudecken und feindliche Warthogs und Ghosts davon abzuhalten, in die untere Ebene des Parkhauses zu gelangen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in die zwei Maps von Halo 2 für Windows Vista gefallen. Ich werde auf jeden Fall mit Freude darauf warten, endlich auf diesen beiden Maps mit vielen Spielern zu spielen. Das ist nämlich jetzt nicht mehr der Fall auf dem PC, also der Aspekt mit den vielen Spielern. Natürlich freue ich mich auch sehr auf die Maps von Halo 1 PC, die ich selber kaum gespielt habe, weil ich Halo 1 auf dem PC auch gar nicht besitze. Und lasst doch mal in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat und was ihr glaubt, welche Maps noch geremaked werden von 343 Industries für Halo 2 Anniversary. Bis dahin, ich bin Ishma, auf Wiedersehen. How well do you know your friend, human? And what will you call me when you learn the truth of what I have done?